shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar eine weitere Folge von den Modded bzw. Glitched Outfit Kreationen von mir mit dem Namen OF6. Also für die Leute, die das schon länger verfolgen, wissen genau, was jetzt kommt, und zwar wieder ein richtig geiles geglitschtes Outfit. Also ich werde in dem Video jetzt nicht irgendwelche einzelnen Glitches euch genau zeigen, sondern ich werde euch so eine komplette Kreation von einem kompletten Outfit zeigen. Und da habe ich ja schon 5 weitere gemacht. Alle 5 sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch die anschauen, falls ihr neu auf meinem Kanal seid oder nicht wisst, um was es hier geht. So, dann habe ich noch bei dem letzten Video bei OF5 euch gezeigt, dass ihr so ein Test-Outfit, ja, Glitch braucht. Also diesen hier. Weil da ist die Heißtasche schon dabei, wo ihr ungefähr, ja, 1 bis 2 Stunden braucht, bis ihr sie haben könnt. Manche schaffen es auch beim ersten Mal. Dann habt ihr noch den unsichtbaren Oberkörper und ihr habt das Nachtsichtgerät. Also falls ihr nicht wisst, wie so ein Test-Outfit-Glitch geht, das habe ich auch bei OF5 genau erklärt. Das heißt, den solltet ihr davor machen, falls ihr bis zum Ende das Ganze machen wollt, so wie ich das euch jetzt hier zeige. So, und bevor es jetzt losgeht, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen, weil solche Videos wirklich extrem viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt, dann lasst doch mir doch ein Like da, damit ich so weit nach vorne komme. Und es wäre richtig geil von euch. Also, Jungs, das wäre einfach das Beste heute. So, und jetzt zeige ich euch, was ihr dazu machen müsst. Und zwar, ihr zieht euch jetzt irgendein Outfit an. Also spielt gar keine Rolle, welches, weil das werdet ihr nachher eh alles nicht mehr anhaben. Außer das T-Shirt. Da würde ich euch halt empfehlen, irgendein T-Shirt anzuziehen, worauf ihr halt später dann Bock habt. Ihr müsst nur wissen, dass bei dem Glitches T-Shirt nachher rot sein wird. Das heißt, wenn ihr irgendein schwarzes T-Shirt habt mit einem schwarzen Symbol drauf, dann habt ihr das halt nachher als rotes T-Shirt mit einem Symbol drauf. Das ist nur so, was ihr vielleicht wissen solltet, falls ihr drauf Bock habt. So, und nun braucht ihr eine Yacht. Wenn ihr selber keine habt, könnt ihr natürlich irgendeine andere Yacht von einem anderen Spieler nehmen. Danach müsst ihr euch als VIP oder CEO registrieren und geht einfach mal auf Secure Reserve, Verwaltungsstil und ändert mal euer Outfit, bis ihr das Medien-Mogul-Outfit anhabt. Danach geht ihr einfach in den Pool rein, danach ändert es automatisch euer Outfit und dann geht ihr einfach nur nach links, nach rechts, um wieder das Medien-Mogul-Outfit zu haben. Danach könnt ihr als CEO zurücktreten und müsst dann ein paar Haftbomben an die Treppen hinlegen. Es wird theoretisch mit einer reichen, aber macht einfach mal 2, damit ihr auch sicher aus dem Pool heraus katapultiert werdet. Danach geht ihr so ein bisschen weiter nach vorne, dass ihr auch wirklich von den Haftbomben nach vorne katapultiert werdet. Nun, registriert euch wieder als CEO, und jetzt ist es ganz wichtig, wenn ihr dieses Fenster seht, ihr müsst X drücken und gleichzeitig die Haftbomben aktivieren, damit ihr wirklich CEO seid und aus dem Pool heraus katapultiert werdet. Wenn ihr das dann habt, begebt ihr euch wieder zu eurem Kleiderschrank. So, wenn ihr dann in eurem Klamottenschrank angekommen seid, ihr könnt natürlich das auch im Bekleidungsgeschäft machen, falls es nicht eure eigene Yacht ist, und dann zieht ihr euch einfach so an, worauf ihr halt Bock habt. Also ich habe jetzt einfach mal rote Stiefel genommen, eine rote kurze Hose, das T-Shirt war ja dann eh schon rot, habe mir noch Handschuhe angezogen und habe mir schon mal gleich meine Maske aufgezogen. Das mit der Maske ist relativ wichtig, weil das müsst ihr sonst nachher nicht machen. Also zieht gleich mal die Maske auf, mit der ihr den Glitch auch nachher weiterführen wollt. Ich habe das einfach so eine weiße Sturmhaube genommen, weil ich finde das eigentlich relativ geil. Und der Rest habe ich einfach, ja, in Rot gehalten, sage ich mal. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ihr dürft keine Kette anziehen und kein Tuch oder Schal, weil sonst verschwinden die roten Kopfhörer und das wollen wir ja nicht. So, wenn ihr jetzt die passenden Klamotten anhabt, könnt ihr dieses Outfit noch nicht speichern, weil ihr immer noch CEO seid. Und deswegen geht ihr aus dem Kleiderschrank raus und geht über euer Interaktionsmenü auf Secure Reserve und geht auf Zurücktreten. Wenn ihr dann diese schwarze Meldung habt, müsst ihr X drücken und gleichzeitig das Steuerkreuz nach rechts, um wieder in euren Kleiderschrank reinzukommen, damit ihr es speichern könnt. Zack, zack. So. Und jetzt habt ihr auch unten hier die Meldung, dass ihr es speichern könnt. Und dieses Outfit speichert ihr euch jetzt erstmal. So. Um jetzt die Duffelbag bzw. Heißraubüberfalltasche zu bekommen, braucht ihr dieses Testoutfit, wo ich am Anfang vom Video schon erwähnt habe, dass ihr das eventuell später braucht. Und genau dieses Testoutfit ziehen wir uns jetzt an. Und dann brauchen wir noch einen Helikopter. Wie ihr das macht, ist erstmal egal. Ihr könnt theoretisch zu einem Helipad fahren und dort in den Helikopter einsteigen. Ihr könnt Meriwether anrufen, um euch vom Helikopter abholen zu lassen. Oder wenn ihr eh schon CEO seid, könnt ihr natürlich auch euch gleich einen Buzzard bestellen. So, wenn ihr dann im Helikopter drin seid, dann fliegt ihr nur so weit hoch, dass ihr genügend Zeit habt, um das Ganze jetzt zu machen. Und wenn ihr dann auf einer gewissen Höhe seid, dann springt ihr aus dem Helikopter raus, öffnet euer Fallschirm und öffnet gleichzeitig oder kurz danach halt euer Interaktionsmenü. Wenn ihr das dann alles so gemacht habt, dann geht ihr auf Stil und dann geht ihr runter auf Outfit und wählt schon mal das Outfit aus, also in dem Fall OF6, wo ihr nachher auch die Duffelbag-Tasche drauf machen wollt. Ihr könnt es natürlich mit jedem anderen Outfit auch noch anschließend machen
um auf jedes eurer Outfits die Duffelbag-Tasche zu bekommen. So, aber ihr bestätigt jetzt noch nicht. In dem Moment, wo ihr landet und euren Fallschirm absetzt, drückt ihr X und schon, wie ihr seht, habt ihr die Duffelbag-Tasche auf diesem Outfit drauf. Theoretisch könnt ihr es jetzt kurz speichern, aber um das Ganze ein bisschen schneller zu machen, zeige ich euch jetzt den nächsten Schritt und speichern danach. Also nach diesem Schritt das Outfit. Sobald ihr dann die Cops losbekommen habt, braucht ihr irgend so ein Fernrohr. Welches Fernrohr ihr dann zunimmt, ist erstmal scheißegal. Ich habe jetzt das Ampere genommen und ihr seht da rechts oben die Meldung. Danach drückt ihr das Steuerkreuz nach rechts und gleichzeitig, sobald ihr am Geländer seid, springt ihr drüber, damit ihr so in die Animation reinkommt wie ich, dass ihr die Maske abzieht und sich so an das Fernrohr hinstellt. Danach öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht auf Stil, auf Accessoires und zieht euch jetzt erstmal diese roten Kopfhörer an, die ihr eh schon um den Hals habt. Je nachdem, wie viele Sachen ihr gekauft habt, dauert es ein bisschen länger, wie ihr das gerade seht. Und wenn ihr das dann habt, dann entfernt ihr euch einfach nur ein bisschen. Also ihr könnt noch eine Sonnenbrille aufziehen oder eine andere Brille und läuft einfach so ein bisschen weg. Und schon hat er die Maske wieder auf mit Sonnenbrille und zwei gleiche Kopfhörer. So, und jetzt machen wir das Ganze noch mit der Gasmaske. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Klamottenladen, Geschäft, Dingens. So, am Klamottenladen angekommen, ihr könnt es natürlich auch in eurem Apartment machen oder ihr fliegt zurück zur Yacht und könnt auch das dort speichern. Ich habe jetzt einfach mal das Ganze im Klamottenladen gemacht, um das ganze Outfit jetzt mal zu speichern. So, wenn ihr es dann gespeichert habt, geht ihr einfach mit Kreis zurück auf Outfits und dann drückt ihr X, um die gespeicherten Outfits mal auszuwählen. Und dann nehmt ihr einfach mal wieder das Test-Outfit, drückt dort auf X, geht wieder zu runter auf OF6 und wie ihr seht, ihr habt das Nachtsichtgerät. Danach drückt ihr X, um das Nachtsichtgerät genau auf dieses Outfit drauf zu machen. So, wenn ihr das dann wieder habt, geht ihr wieder mit Kreis zurück und speichert dieses Outfit auf OF6. So, und wenn ihr das dann gemacht habt, dann war es das eigentlich schon mit dem ganzen Glitch. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht mehr zu sagen. Wenn es euch natürlich gefallen hat, würde ich mich tierisch über ein Like freuen, wie ich glaube bereits schon erwähnt habe. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr mich natürlich auch abonnieren, würde mich natürlich tierisch darüber freuen. Und dann würde ich einfach mal behaupten, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.